Para mí el abitur fue la forma más directa y la mejor forma que yo tenía para poder llegar a estudiar en Alemania, que ese era mi objetivo y con el abitur es el camino más directo. Yo empecé a estudiar para el abitur terminando diciembre y lo hice siempre en parejas de dos porque yo siento que en parejas es la mejor forma de estudiar y apoyarse mutuamente para prepararse. Während eine Abiturklasse, die hier als I-Klasse bezeichnet wird, in der 9. Klasse aufgenommen wird, sollte schon ein gutes Deutschniveau besitzen. Der Unterricht wird hauptsächlich auf Deutsch gehalten, mit der Unterstützung von Vokabelübungen, viel Grammatik lernen, Schreibtraining und so weiter. Bis Ende der 10. Klasse, also erste Prepper, wird von den Lehrkräften sehr viel Rücksicht auf unterschiedliche Deutschniveaus genommen. Viele Schüler beschließen auch in der 9. oder 10. Klasse ein halbes oder sogar ganzes Schuljahr in Deutschland zu verbringen, um ihr Sprachverständnis zu verbessern. Ab Beginn der 2. Prepper arbeiten wir im Unterricht mit Lehrplänen, die mit der Prüfungsregion abgestimmt sind. Das heißt, die Schülerinnen, die das Abitur ablegen wollen, werden in den letzten 2 Jahren vor dem Abitur gezielt auf das Abiturniveau vorbereitet. Für die Eltern gibt es in der Oberstufe jedes Jahr eine Informationsveranstaltung. Die Studienberatung unterstützt die Abiturienten außerdem bei der Suche nach einem geeigneten Studienplatz. Im letzten Schuljahr, kurz vor dem Abitur, bieten viele Lehrkräfte zusätzlichen Unterricht in den schriftlichen Fächern an. Das ist für die Schüler freiwillig. Im 2. Bimester der 3. Prepper findet außerdem das Vorabitur statt. Bei diesen Prüfungen schreiben die Abiturientinnen ihre Examina im Abitursaal unter den gleichen Bedingungen wie im Abitur als eine Art Vorbereitung auf die eigentliche Abiturprüfung. El día que presenté el abitur fue un día muy nervioso. Sé que llegué bastante temprano, estuve bastante tenso, igual que muchos otros, pero yo siento que en cuanto nos sentamos, nos calmamos, respiramos, tomamos un poco de agua y ya nos dieron el examen, ya fue mucho más fácil y ya estuvo, fluyó más rápidamente, se podría decir. Y el consejo que le puedo dar a los demás es que no lo tomen como el paso más importante de su vida, porque al final de cuentas sigue siendo un examen. Y claro que hay que ponerse las pilas y estar atento, pero no te tienes que matar por un examen. Wie im Bachillerato auch, entscheidet natürlich die Abiturnote über die Chance auf einen guten Studienplatz. Die Abiturnote besteht aus 2 Teilen. 2/3 der Endnote wird aus den Semesternoten der 2. und 3. Prepper gebildet. Wer die letzten 2 Jahre sehr gut mitarbeitet und lernt, kann damit schon sehr viele Punkte für das Abitur machen. Im Abitur selbst gibt es 5 Prüfungen. Davon werden 3 schriftliche Prüfungen im Februar geschrieben und 2 mündliche Prüfungen im Mai gehalten. Alle Abiturienten müssen im Fach Deutsch eine schriftliche Prüfung schreiben. Für die 2 weiteren schriftlichen Prüfungen kann aus den Sprachen, Mathematik oder Naturwissenschaften gewählt werden. Eine der mündlichen Prüfungen ist dabei eine Präsentation über ein Thema, das die Abiturienten selbst vorschlagen. Alle Abiturprüfungen werden von den Lehrkräften am Collegio, aber auch von einer Prüfungskommission in Deutschland bewertet. Jede Note zählt dabei 4-fach. Insgesamt machen also die Punkte der Abiturprüfung 1/3 der Abiturnote aus. Am Ende wird aus der Gesamtpunktzahl eine Note nach einer offiziellen Tabelle ermittelt. Los beneficios que a mí me trajo presentar el abitur fue que ahora estoy en el lugar en el que estoy y es que estoy estudiando en Alemania en la universidad que yo quería, la carrera que yo quería. Y se lo puedo recomendar a todos, no solo a los que tengan pensado estudiar en Alemania, sino el hecho de presentar el abitur
es el primer paso serio, el primer paso real que le da a los demás alumnos a saber cómo se prepara uno para la vida seria, que será la próxima, la que será de estudiante. Y te forma, te da coraje y te da fuerza. Yo les diré a las próximas generaciones que lo hagan sea como sea, que le echen todo el coraje y todas las fuerzas y que realmente vale la pena presentarlo, porque ya sea si vais a estudiar en Alemania o en algún otro país, el hecho de tener la experiencia de haber presentado la BITUA y saber que uno mismo lo logró y lo aprobó es un orgullo tremendo.